Willkommen! Einen wunderschönen wünsche ich euch. Willkommen bei Primal Instinct Gaming. Heute das erste Mal mit Webcam. Ich bin der Abo. Und heute soll es mal um die etwas älteren Spiele gehen. Und zwar soll es ein Tutorial werden zu dem Spiel Fußballmanager 2014. Also ich sagte schon Tutorial, also Let's Play wird es nicht. Ich werde euch im Prinzip jetzt ein paar Einstellungen zeigen. Dann werden wir zur Aufstellung kommen. Und dann kommen wir noch zur Taktik. Und dann natürlich das Spiel nachher an sich. Werdet dann höchstwahrscheinlich eine Saison durchspielen, werdet euch dann zum Schluss dann nochmal zeigen, wie das denn so abgelaufen ist, also dass das auch funktioniert, dass ich hier kein Bullshit erzähle. Und würde ich mal sagen, legen wir los. Wir beginnen mal direkt hier am Anfang, direkt mit den Grundeinstellungen erstmal prinzipiell. Und zwar, der will jetzt von mir eine Saisonvorbereitung, dass das hier irgendwie mein Co-Trainer macht. Das möchten wir nicht, also das mache ich natürlich schön selber. Also niemals. So, dann haben wir hier, willkommen bei Werder Bremen, Mitgliedsbeiträge, Saisonziel. Ja, Saisonziel, was hatten wir denn hier als Saisonziel? Meine Meinung, Saisonziel, gesichertes Mittelfeld. Naja, ich glaube, wir werden eher Meister als gesichertes Mittelfeld. Gut, können wir löschen, brauchen wir nicht mehr. So, dann hier an der Seite. Ich möchte definitiv sehen, die Torjägerliste. Dann möchte ich auf jeden Fall meine super Top-Jugendspieler sehen, weil die Jugend wird sehr wichtig werden. Und Teamstatus. Ja, Teamstatus ist dann halt einfach, dass ich einen Überblick habe, wie die Jungs so drauf sind. So, dann gehen wir mal hier oben Schritt für Schritt durch. So, News Center waren wir gerade drin, dann geht es jetzt in den Kalender. So, im Kalender setzen wir natürlich als allererstes ein Trainingslager an. Und hier ist es relativ wichtig, welches ihr nehmt. Und zwar gibt es dann hier dieses Bisham Abbey. Das ist halt ein super Trainingslager, weil man kann die Feldspielerfähigkeiten und die Taktik verbessern. Und genau diese zwei Sachen sind extrem wichtig. 14 Tage, deshalb nehmen wir das mal mit rein. So, davor können wir gerne noch Tag der Jugend oder Saisoneröffnung. Ne, wir machen erstmal einen Tag der Jugend. Und fangen dann hier an, mal das erste Freundschaftsspiel, glaube ich, sogar erst zu setzen. Ja, wir fangen mal mit dem Freundschaftsspiel an. So, haben einige zur Auswahl. Hier würde ich halt immer empfehlen, dass ihr relativ schlechte Teams nehmt. Und wir nehmen jetzt halt auch wirklich hier das Allerschlechteste, was hier geht. Das ist halt wichtig für dieses System, weil desto höher ihr gewinnt, umso mehr ihr den Gegner platt macht, umso mehr verbessern sich eure Spieler. So, dann machen wir das hier. PR-Presse. Können wir noch eine Autogrammstunde einfügen. So, und dann haben wir hier schon unser erstes Spiel gegen Sportfreunde Lotte. Okay, das ist dann sozusagen DFB-Pokal. Dann werden wir hier die Saisoneröffnung einsetzen. Aber ich hätte gerne noch ein zweites Freundschaftsspiel. Machen wir das hier im Trainingslager? Was gibt es denn hier? Was bieten sie mir denn an? Oh, das ist ja klasse. Ja, die nehmen wir. Die nehmen wir mit. So, dann haben wir Saisoneröffnung. Und dann geht es um den Teamgeist. Wir werden jetzt einfach mal hier... Wir werden erstmal essen gehen. Oder mal im Vergnügungspark. Ah, Vergnügungspark ist besser. Weil Vergnügungspark geht, glaube ich, ab August. August sind wir ja jetzt. Ab Oktober oder November können wir den nicht mehr nehmen. Also nehmen wir den Vergnügungspark. Dann werden wir im September dann einfach mal essen gehen. Im Oktober werden wir dann eine Spielerfeier veranstalten. Im November werden wir nichts machen. Dann im Dezember geht dann eine Weihnachtsfeier zu machen. Wo ist sie? Da ist sie. Ja. So, das mache ich jedes Jahr gleich übrigens. Ja, das stelle ich immer wieder ein. Das ist super für den Teamgeist. Das ist einfach wichtig. Ihr müsst, hier unten ist die Stimmung. Die müsst ihr oben halten. Das ist sehr, sehr entscheidend. So, im Januar machen wir natürlich wieder ein Trainingslager. Von mir ist dann gleich direkt ab 2. Januar. Und zwar wieder dasselbe Trainingslager. Wieder Bisham Abbey. Jawohl. So, dann werden wir hier den Sponsorentag durchführen. Das müsst ihr definitiv machen. Und auch ein Fanclub-Treffen sollte man machen.
Weil ihr müsst irgendwie Geld generieren. Und Sponsoren sind damit so das Allerwichtigste eigentlich. So, dann mache ich im März immer noch mal. Ja, hier ist ein Pool-Spiel. Dann machen wir hier die Spielerfeier, weil die sind danach manchmal immer ein bisschen platt, was die Spielerfeier angeht. Deshalb nie direkt, wenn ein Spiel da im Anschluss ist. So, dann haben wir April, brauchen wir nichts machen. So, dann kommen wir in Mai. Haben wir hier nach noch ein Spiel? Ne, haben wir nicht. So, dann kann man eine Charity-Gala machen. Auch das ist interessant für die Sponsoren. So, und dann sollte man auf jeden Fall eine Spielerauszeichnung machen. Und natürlich eine Saisonabschlussfeier. Und die müsst ihr machen, weil ansonsten werden die Fans sauer, wenn ihr die nicht macht. So, und dann geht's hier von mir aus gleich direkt in den Urlaub. So, das war's zum Kalender. Relativ kurz, relativ bündig. Kommen wir zur Mannschaft. Darum geht's ja eigentlich. Und zwar, wir haben gehen Aufgaben, nee, das lassen wir mal. Wir gehen in die Taktik. Mensch, sorry, ich habe das Spiel echt schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe hier noch eine Taktik, glaube ich, da, genau. Die 4-4-2-Icke-Taktik. Um die geht's. So, auf die gehen wir jetzt mal genauer ein. Der Einsatz sollte hier bei 90% liegen. Sie also immer schön volle Power geben. Wenn ihr in unteren Ligen anfangt, dann schraubt es ein bisschen runter, so auf 75%. Weil eure Spieler da konditionell noch nicht so mithalten können. Die Abstöße werden nur auf 20% gesetzt. Dann hier sind wir bei 56% Abwehrreihe, also die steht relativ hoch, die Abwehrreihe. Abseitsfalle nur anmachen, wenn ihr auch dementsprechend das schon ein bisschen trainiert habt. Gut, ich habe jetzt Werder Bremen, das ist völlig okay. Die haben ein bisschen was drauf, die Jungs, aber halt, wenn ihr in der Kreisliga so anfangt, nehmt die noch raus. So, unten haben wir Pressing, das ist auf 60%, also immer schön gegenpressen. Ich habe keinen Spielmacher, ich habe auch keine Angriffsseite. Das wird also komplett aufgeteilt. Das Passspiel soll kurz sein und vorsichtig, also ich will keine riskanten Pässe haben. Die Flanken eigentlich gar nicht. Die sollen eigentlich überhaupt nicht flanken. Warum geht's gleich an den Anwendungen und zu den Laufwegen? Da seht ihr warum. Deshalb hier Flankenhöhe. Ja, wenn sie denn doch mal flanken. Oh, das ist auf 20. Geht's nicht auf 20? Naja, auf 21. Na gut. Kein Sturmtank. Und auch die Ecken sollen auf den kurzen Pfosten kommen. So, so viel im Prinzip erstmal zur Haupttaktik. Dann geht es auf die individuellen Anweisungen. Ich klicke die Leute jetzt mal einzeln an. Und zwar, die linken Verteidiger sollen auf 60% kreativ sein. Die sollen aggressiv tackeln. Keine Angst, ihr kriegt hier und da mal eine gelbe Karte. Rot sehr selten. Wirklich sehr, sehr selten. Solltet ihr einen Verteidiger haben zur Halbzeit, der schon gelb gesehen hat, wechselt ihn einfach aus. Die sollen nicht vorstoßen, also ich will, dass die hinten drinne stehen bleiben. Und wie schon gesagt, Flanken wollen wir nicht. Keine speziellen Anweisungen jetzt in diesem Aspektpunkt. Dasselbe macht ihr natürlich mit dem rechten Verteidiger genauso. So, dann die Innenverteidiger. Die sollen wirklich auf ihrer Position bleiben. Die sollen auch nirgendwo anders hin. Die sollen natürlich auch aggressiv tackeln. Vorstöße ist auch bei 20%, also sprich, die sollen nicht nach vorne. Und die Flankenhöhe, auch hier, klar, in Verteidigerflanken ist Quatsch. Deshalb also auch hier auf 20%. Weiter runter geht's nicht, ne? Also. Auch hier keine speziellen Anweisungen. Ihr könnt, wenn ihr einen kopfballstarken Spieler habt, könnt ihr natürlich bei Standard sagen, du sollst mit nach vorne. Ja, also das könnt ihr machen. Ich lasse das jetzt raus. Aber das wäre noch eine Möglichkeit. Der defensive Mittelfeldspieler, auch der soll sich nicht so oft von seiner Position wegbewegen. Der soll schon das Zentrum dicht machen. Auch hier wieder Tackling. Also im Prinzip sind das hier dieselben Einstellungen wie beim Innenverteidiger. Aber nicht im Prinzip, es sind dieselben Einstellungen. Und zwar sollen diese drei die Mitte dicht halten.
Ja, also da soll auf gar keinen Fall irgendwas durchkommen. Das heißt, wenn der Gegner kommt, maximal über die Flügel. Aber dann machen die das hier in der Mitte in der Regel zunichte. Die linken und die rechten Mittelfeldspieler. Die sollen natürlich ihre Position doch sehr variabel gestalten. Tacklings wie immer auf 60%. Die sollen auch oft vorstoßen, also die sollen mit in die Sturmspitze sehen. Das seht ihr gleich bei den Laufwegen. Wie gesagt, Flanken sollen sie nicht machen. Keine speziellen Anweisungen. So, selbe Einstellung natürlich beim rechten Mittelfeldspieler. Der offensive Mittelfeldspieler, bei dem ist das mehr oder minder genau das gleiche. Ja, Flankenhöhe, auch hier wieder natürlich nichts. Der soll aber noch dribbeln. Also der soll durchaus in den Strafraum reingehen und da ein bisschen für Verwirrung sorgen. So, ähnlich ist es bei den Stürmern, oder nicht ähnlich, sehe ich gerade, das ist genau das gleiche. Also hier wieder 60, 60, 60, 20 und wieder dribbeln. Bei beiden Stürmern. So, die Laufwege. Jetzt seht ihr schon, es ist ziemlich wirr und es geht nicht über die Außenposition. Und zwar die komplette Verteidigung bleibt so, wie sie ist. Ja, die darf sich nicht bewegen. Die linken und die rechten Mittelfeldspieler gehen halt ein bisschen zurück, um auch hier wieder den Innenraum vor der Abwehr, also von dem 16er, auch dicht zu machen, damit hier keine Distanzschüsse auch großartig möglich sind. So, der defensive Mittelfeldspieler, der geht komplett bis nach hinten rein, so dass ich halt im Idealfall hier eine 5er Abwehrkette habe und wenn die beiden auch noch hinterkommen, sogar 7 Leute hinten habe. Dadurch kriegt ihr weniger Gegentore. Ihr kriegt aufgrund dieses Spielsystems durchaus Gegentore, aber ihr schießt im Regelfall doppelt bis dreimal so viel. Die vorne, die drei, die bleiben auch nur vorne. Also der offensive Mittelfeldspieler, ja, der geht zurück bis zur Mittellinie, aber dann ist auch Schluss. Das ist eigentlich ein Drei-Stürmer-System, eventuell sogar mit dem linken und rechten Mittelfeldspieler, die gehen sogar auch noch vorne rein in den Strafraum. Hier vorne wird gekreuzt in alle Richtungen und deshalb ist halt auch dieses Flankenspiel nicht notwendig, weil hier haben wir dann teilweise auch eine Übermasse von 5 Leuten einfach mal und das funktioniert hier halt perfekt. So viel zu den Laufwegen und der Taktik. So, sollte man das komplett einstellen? Glaubt mir, das funktioniert. Dann kommen wir hier nochmal zum Reglement. So, wie soll er aufstellen? Weil ich lasse das immer den Co-Trainer machen. Das geht dann auch einfach schneller und es ist effektiver. Das Alter ist egal, die Frische, die Fitness, die Spiele, die Moral ist egal. So, die Form ist interessant. Und zwar soll immer der spielen, der die niedrigste Form hat. Fragt euch jetzt, wieso? Im Endeffekt, wie schon gesagt, werdet ihr sehr viele Spiele gewinnen. Eigentlich im Normalfall, ja, 33 von 34 Spielen werdet ihr gewinnen mit dieser Taktik. Deshalb auf niedrig, weil dann immer die Leute, die gerade nicht so gut drauf sind, halt mit reinrutschen. Und durch den Sieg, den man halt bekommt, steigen die dann wieder in der Form. Deshalb hier auf niedrig. Eingespieltheit, natürlich Hauptposition. Er soll definitiv nur die Leute einsetzen, die linker Mittelfeldspieler sind, sollen auch auf der linken Mittelfeldposition spielen. Spielstärke auch soll völlig irrelevant sein. Talent spielt keine Rolle. Das ist egal. So, wenn wir das jetzt eingestellt haben, dann können wir natürlich hier auf den Aufstellungsassistenten dann halt klicken. Und dann sieht man schon, wie er das soweit einstellt. Wir haben jetzt eine 779er Stärke. Ist jetzt kein Highlight. Am Ende der Saison wird das wahrscheinlich eine 850 oder höher sein. So, er setzt jetzt hier die Varianten ein. Mit Ikichi, oh Gott, stimmt. Der hat mal bei Bremen gespielt. Oh Mann, lang ist her, ja. Nelia, eieiei. Okay, so setzt er die jetzt im Endeffekt erstmal ein. Und kann man auch definitiv erstmal so lassen. Vom Alter her gefällt mir das hier allerdings überhaupt gar nicht. Und zwar haben wir halt hier vom Alter her einfach mal alle über 23. Und zwar ein Spieler entwickelt sich am allerbesten in dem Alter von 16 bis 23. Und eigentlich ab 23 hat er sich mehr oder minder auch zu Ende entwickelt. Da passiert eigentlich nicht mehr viel. Deshalb sollte man eine wirklich junge Mannschaft halt auch nehmen. Gepaart vielleicht mit 3-4 Leuten, die vielleicht ein bisschen älter sind. Aber mehr muss nicht sein, also man kann ja da wirklich 7 Leute oder 8 Leute, die da wirklich 18, 20 sind, kann man locker spielen lassen. Die entwickeln sich so enorm. Und deshalb ist die Jugend auch so wichtig. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. Wir gehen jetzt nochmal in die Jugendmannschaft und wir gucken mal, was es hier Schönes gibt.
So, und zwar haben wir hier einen Adam Wieser, ja, 56er Stärke, 3 Sterne. Der ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Den werden wir gleich mal einen Vertrag anbieten. Aktuelle Saison, erste Mannschaft. Ja, gib ihm 5 Jahre und haut das hier hoch. Das ist wichtig, weil ihr habt den jetzt 5 Jahre für dieses Gehalt. Das ist lächerlich. Deshalb nehmen wir das mit, weil in Wahrscheinlichkeit ist der in 5 Jahren wahrscheinlich ein 80er oder 85er Spieler. Die Verteidiger werden maximal 90er Spieler, also höher kommen die eigentlich nicht. Das ist so das Höchste der Gefühle, was die Verteidiger halt schaffen. Ein Stürmer wiederum kann auf eine 99 und 5 Sterne kommen. So, dann haben wir hier noch einen Tom Gier, aber der ist eine 47. Man sollte so um die 50, 55 sollten es ja schon sein. Aber der ist erst 16 Jahre alt, da können wir noch ein bisschen warten. So, Stürmer. Ah, die beiden sind super. Ah, die beiden sind super. Die nehmen wir beide mit. So, erste Mannschaft, 5 Jahre. So, und hoch. Bitte. So, und dann er hier auch. Bitte. Dim-dim-dim-dim. So, dann auf. 5 Jahre gesetzt. Jetzt Änderung annehmen. So, dann haben wir ansonsten. Es ist ein Rechtsaußen. Also, ihr solltet später wirklich auf die Position setzen. Also, ein Rechtsaußen würde ich nicht nehmen. Nehmt ruhig welche, die dann wirklich rechtes Mittelfeld sind. Die also zu den Positionen passen. Wir haben ja ein 4-4-2-System. Das heißt, linker Innenverteidiger. Ich sehe auch gerade die Spitzen defensiver. Ist jetzt auch nicht so praktisch. Ja, ich habe hier links außen drin ein zentrales Mittelfeld, Zinusevic. Diese Spieler verkaufe ich Stück für Stück und hole mir dafür junge Spieler. Gerade für die kriege ich natürlich jetzt noch ganz gut Geld. Und ein junger Spieler kostet mich vielleicht eine halbe Million. Kriege jetzt hier für einen Zinusevic. Was hat der für einen Marktwert? 1,5 Millionen. Naja, vielleicht werde ich für 2 Millionen los. Das ist dann halt. Ja, so kann man auch erstmal billig erstmal die Spieler wiederholen. Auf jeden Fall junge Spieler hier reinbringen. Wenn die nur eine 60er Stärke haben, ist echt nicht schlimm. Das Team ist auf jeden Fall stark genug. Das funktioniert soweit. Ja. Ich mache jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Und dann werden wir wahrscheinlich Training. Ja, höchstwahrscheinlich bei den Charaktereigenschaften der Spieler am besten weitermachen. Weil auch da gibt es jede Menge Varianten. Also, bis gleich.